Wunderbar, schön, dass Sie alle da sind. Das Ganze ist überschrieben, Kollege Roboter, wie wir in Zukunft lernen und arbeiten. Und tatsächlich ist das ja die große Frage, der wir uns heute stellen. Wie gut bereiten wir auch unsere Kinder darauf vor? Das hat Herr Horelmann jetzt gerade schon angerissen. Ich muss jetzt die Runde, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Wobei, Frau Maischberger, vielleicht noch ein Wort zu Ihnen. Sie sind natürlich den meisten bekannt als Journalistin, aber heute hier in Ihrer Funktion als Vereinsvorsitzende und Gründerin des Vereins Vincentino. Reden wir gleich drüber, was dahinter steckt. Und Herr Bachem, den hatte ich auch tatsächlich vorhin schon kurz als Preisträger hier auf der Bühne. Der ist der Gründer der Code University hier in Berlin. Vielleicht mal eine kurze Einschätzungsrunde zu Beginn. Möglichst kurz bitte die Antwort halten. Wie stehen wir denn in Sachen Digitalisierung Ihrer Meinung nach? Drohen wir da gerade was zu verschlafen in Deutschland oder sind wir schon hellwach? Ich gebe das weiter, weil ja. Ich kann nur über meinen Bereich reden und der ist in Berlin beschränkt auf die Brennpunktschulen, die Herr Horelmann gerade so schön angesprochen hat. Da würde ich jetzt nur einfach sagen, da ist noch wahnsinnig viel zu tun, aber da es Menschen gibt, die das im Überblick besser wissen, gebe ich es weiter. Also ganz offensichtlich, ganz offensichtlich verschlafen wir da gerade was, aber ich würde sagen, nicht insbesondere nur in der Digitalisierung, sondern gerade wenn ich jetzt eben in die Bildung schaue, dann haben Sie mir da sehr aus dem Herzen gesprochen, das beobachten wir natürlich auch als private Hochschule, als junge Hochschule, dass Bildung ganz insgesamt und ganz besonders Schulbildung total den Anschluss verliert. Also so wie Sie würden Herrn Hogelmann da zustimmen, Herr von Rohr, wie sehen Sie das? Im Interesse der Zeit kann ich dem nichts hinzufügen, weil ich sehe das ganz genauso und wir sehen das ehrlicherweise bei den Absolventen, die zu uns kommen, da fehlt was. Okay. Vielleicht, wenn Sie, Herr Horelmann hatte sich dazu ja gerade auch schon geäußert, Sie stimmen ihm jetzt hier auch zu tatsächlich, vielleicht Herr von Rohr, Sie waren ja auch lange Personalchef, wir haben viel gehört heute von der Angst vor der Digitalisierung, wie nimmt man denn seinen Mitarbeitern die Angst davor? Ich glaube, dass sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Angst nicht so ganz nehmen können, weil es natürlich schon viele Profile gibt, die sich darauf einstellen müssen, dass das, was sie tun, in Zukunft von anderen gemacht wird, nämlich von Maschinen, dass wir es digitalisieren. Aber ich glaube, was man versuchen muss, ist, dass man diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eben Wege aufzeigt, wie sie sich qualifizieren können, ja, dass man ihnen dass wir ihnen über Weiterbildungsmöglichkeiten unterschiedlichster Natur zeigen, dass auch neue Berufsbilder entstehen werden. Und das erleben wir immer wieder, dass man dafür auch gute Beispiele findet. Und ich glaube, das macht dann auch wieder Mut. Und sozusagen, da kann ich nur an das, was wir vorhin von Frau Kugel gehört haben, anschließen. Ich glaube, wenn man sich positiv dem stellt und wenn man sich dem frühzeitig stellt, das ist die große Herausforderung, dass viele bis zum letzten Moment warten und dann feststellen, dass sie eigentlich für die Arbeitswelt von heute nicht mehr tauglich sind. Und ich glaube, das ist Verantwortung von Unternehmen. Aber es ist ganz besonders auch Verantwortung eines jeden, sich damit frühzeitig zu befassen und sich beschäftigungsfähig zu halten. Herr Bachem, Sie haben das, was Sie getan haben, mal als einen der finanziell dümmsten Moves, den man machen kann, bezeichnet. Sie haben eine Hochschule gegründet. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig einträglich gewesen, zu Beginn vor allen Dingen. Jetzt muss man sagen, Sie haben es ja auch ohne so ein Studium geschafft, zu so einem Start-up-Wunderkind zu werden. Braucht man das überhaupt, wenn man sich sowieso schon fürs Coden, fürs Programmieren interessiert? So eine universitäre Ausbildung, wie Sie sie anbieten? Also ich habe das gesagt, sozusagen in meiner Rolle als Unternehmer habe ich gesagt, also eine Hochschule zu gründen ist aus finanzieller Sicht nicht besonders klug. Und es war eben auch natürlich nicht das Finanzielle, was mich dazu getrieben hat, sondern ich habe tatsächlich die Hochschule gegründet, an der ich eigentlich gerne selbst studiert hätte. Denn ich programmiere seit ganz früher Jugend und habe dann das mir autodidaktisch angeeignet, aber da keine passenden Studiengänge für gefunden, weil eben insbesondere auch Informatik auch sehr, sehr Mathe- und Theorielastig eben gelehrt wird. Und insofern, ja, ich habe es irgendwie so geschafft, aber wer weiß, vielleicht wäre noch viel mehr passiert, hätte ich diese Hochschule schon damals gehabt und die möchte ich jetzt anderen zur Verfügung stellen. Und es ist aber in der Tat natürlich so, dass die Nachfrage auch nach Leuten in diesem Bereich ist so groß, dass viele tatsächlich nicht mehr studieren, dass ganz viele Mitarbeiter, die ich in der Vergangenheit im Bereich Softwareentwicklung, digitale Produktentwicklung hatte, oft gar nicht studiert oder fertig studiert waren. Aber ich glaube, das liegt eben auch an den nicht passenden Studienangeboten, die es bisher nicht gab.
jetzt aber gibt mit der Code University. Dafür haben Sie ja heute auch einen Preis erhalten. Herr Röhmann, wir haben gerade schon gehört, in einem digitalen Zeitalter darf die Schule nicht so analog daherkommen und vor allen Dingen die Lehrer müssen sich da auch mitbewegen, haben Sie gesagt. Was genau meinen Sie damit? Also muss jeder Lehrer jetzt einen Instagram-Account haben oder wie sieht's aus? Naja, wir können den Ball ja aufnehmen. In einer ganz normalen Schule haben ein Drittel des Lehrpersonals Angst vor der Digitalisierung. Genau wie in einem normalen Unternehmen. Es mag ein Drittel sein oder so in dieser Größenordnung. Ne? Was tue ich, wenn ich Sorge vor einer Entwicklung habe, die ich nicht nachvollziehen kann? Ich ziehe mich zurück. Ich suche, das in der Pädagogik sehr beliebt, nach Argumenten, wieso die Digitalisierung riskant ist für Lernprozesse. Deswegen haben viele der Warner, vor allem einige der Hirnforscher, die deutlich darauf hingewiesen haben, dass das Gehirn zerstört wird, dass die Konzentrationsfähigkeit leidet. Die haben wunderbare Resonanz bei diesen Lehrkräften, weil das natürlich eine Absicherung ist. Und dadurch blocken wir in den Schulen praktisch den Prozess ab. Was die Schulen tun müssten, ist eine systematische Fortbildung für alle betreiben. Also jeder Lehrer, jede Lehrerin, welches Alter, welche Voraussetzungen, muss lernen, welche Möglichkeiten sind. Die Möglichkeiten sind offen. Keiner von uns weiß, wir wissen das an Ihrer Hochschule auch nicht, wie das aussehen wird. Aber experimentieren muss man dürfen. Und was für mich sicher ist, eine Medienkunde, wie gehe ich also mit den Geräten um, wie bediene ich sie, wie gehe ich mit Plattformen, und das wissen wir schon heute, dass das von elementarer Wichtigkeit ist. Und diese Kompetenz erwarte ich mir von einem Schulkollegium, dass da entsprechende Lehrkräfte sind, die das gelernt haben, Fachlehrerprinzip, aber alle anderen Lehrerinnen und Lehrer müssen das nachvollziehen können, so wie das sonst in einer Schule auch der Fall ist. Und da, nein, da können wir nicht zufrieden sein. Das tun wir nicht und das machen wir nicht systematisch. Ich würde mir wünschen, dass in den Bundesländern 10% der Schulen ausgeguckt werden, die unterwegs sind in diese Richtung. Die bekommen eine Unterstützung und Förderung. Wir achten darauf, dass da unbedingt Brennpunktschulen mit dabei sind und die experimentieren mit interessanten, modernen Formen der digitalen Arbeit. Sie sehen zu, wie sie die jungen Männer mit reinkriegen, die ja eine echte... Ihre Sorgenkinder sozusagen, ja, aus genau. Soziologischer Hinsicht. Und sowas würde ich mir wünschen, dass wir in diese Richtung gehen. Und dann könnten diese Leuchtturmschulen oder die Pionierschulen, die dürfen Fehler machen. Ne? Die müssen auch auf die Nase fallen, haben sich völlig vergaloppiert. Das passiert dann. Aber die dürfen das machen, die kriegen einen gewissen Freiraum und da, wo es funktioniert, da sorgt man dann für Netzwerke. Was in so eine Richtung muss doch möglich sein, im Land der Ideen. Die Schulen und der Unterricht muss digitaler werden, muss auch ein bisschen weg von diesem starren 45 Minuten pro Fachprinzip, habe ich Sie verstanden. Und ein Beispiel dafür liefert der Verein Vincentino von Sandra Maischberger. Sie bringen Kinder und Jugendliche mit Kunst und Kultur in Berührung. Aber und Medien, ja. Das sieht Ihnen ähnlich sozusagen. Was ist das mehr als jetzt so ein Klassenausflug ins Museum? Also erstmal muss ich habe jetzt natürlich das kaputte Mikrofon, weil ich schon wusste, dass es dann funktioniert. Wenn ich's, egal. Also erstmal muss ich finde es total schade, dass Herr Heil nicht da geblieben ist, weil den hätte ich wirklich gerne gefragt. Ich höre ja die beiden großen Parteien seit 30 Jahren sagen, wie wichtig die Bildung ist und dass sie nicht abhängen soll vom Elternhaus. Und dann frage ich mich, wieso alle davon reden. Und es ist immer noch so. Also wir machen mit unserem Verein das, was Herr Hurelmann sehr gut beschrieben hat, das untere 20-25%. Darum kümmern wir uns. Das heißt, wir gehen an Schulen, wo das alles nicht selbstverständlich ist, dass man eben das Defizit, sage ich jetzt mal, des Elternhauses ausgleicht durch Medienbildung, durch aber auch Persönlichkeitsbildung. Das ist für mich das, was wir mit den Kulturprojekten erreichen. Also wir machen Inhalt und Persönlichkeit. Also mit den Musikprojekten eher eine Persönlichkeitsbildung, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, aber sich ausprobieren. Auch mit dem Lehrer anders in Kontakt kommen, der mal sieht, dass das Kind, was er vor sich hatte, mehr kann, als bei Matheaufgaben zu versagen. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich Medienbildung machen. Also wir müssen uns immer die Hardware besorgen. Das machen wir, indem wir betteln gehen, bei Firmen zum Beispiel, bei Banken und so weiter. Und einfach tatsächlich das, was wir brauchen, das ist vom Tablet über eine Kamera bis hin zu einer kompletten Einrichtung an die Schulen bringen, die wirklich nichts haben und wo auch der Staat einfach nichts hinstellt. Und wir arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen Inhalte.
Also das geht mal über, wir haben zum Beispiel mal so ein Vorstellungstool gehabt, da haben die quasi, was man beim Bewerbungsgespräch alles falsch machen kann, mit kleinen Filmen gemacht. Das war ein irrer Spaß und es ist trotzdem sehr lehrreich. Wir machen aber auch solche Inhalte, wie wir, die haben über Poesie gemacht, Blogs. Sie machen aber auch etwas über die Stolpersteine in Neukölln, Antisemitismus, nicht unwichtig, dass man also auch damit einfach einen Zugang bekommt zu Inhalten, der sonst nicht selbstverständlich ist. Und das ist eben etwas, was wir in Berlin mittlerweile sehr erfolgreich machen, mit etwa 600 Kindern im Jahr. Wir versuchen es nachhaltig zu tun, also mehrmals eine Klasse möglichst zu begleiten. Und wir machen es im Schulunterricht, also wir arbeiten mit den Schulen zusammen, weil die nachmittags unterwegs sind, die zu den AGs gehen, die sind schon unterwegs und wir wollen alle. Deswegen müssen wir mit den Schulen zusammenarbeiten und die sagen, ja, komm zu uns. Wir entlasten die Lehrer im besten Falle. Aber ich muss auch sagen, was Lehrer alles machen müssen, Herr Hohlmann. Also wir lassen das alles auf den Schultern der Lehrer. Jetzt sollen die sich auch noch digital, die müssen das machen. Natürlich digitale Fortbildung ist wichtig. Aber diese Lehrer, die wir kennenlernen, die machen ja Familie, Soziales, Unterricht und dann jetzt noch eben, wenn es geht, auch noch Medienkunde. Also die muss man einfach deutlich unterstützen. Schade, dass Herr Heil weg ist. Schade, dass er... Aber schön, dass Sie da sind, Herr von Rohr. Sie haben gesagt mal in einem Interview, ja, tatsächlich sind ja viele der Schüler, die heute zur Schule gehen, werden in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Wahrscheinlich ein Großteil sogar. Hat Frau Maischberger nicht recht? Kann die Schule das überhaupt alles leisten? Kann die überhaupt die darauf vorbereiten? Auf dieses große Unbekannte? Naja, sagen wir mal so, ich glaube, die Schule kann die Grundlagen legen. Ja, und natürlich, also Sie haben auch noch mal von dem, oder irgendjemand hat vorhin von dem lebenslangen Lernen gesprochen, was irgendwie so eine bisschen negative Konnotation hatte. Ich finde, die Schule muss Grundlagen schaffen und die Schule muss Kompetenzen, also erste Basiskompetenzen vermitteln. Und dann ist es sicherlich die Berufsausbildung, dann sind es die Unternehmen, die fortlaufend immer die Leute weiterentwickeln und die Leute weiter bewegen in immer andere Berufsbilder. Das ist ja, glaube ich, das, was so wichtig ist, ist, dass die Leute nicht nur ein Leben lang in einem Job arbeiten, sondern möglichst viel wechseln, weil sie ganz neue Herausforderungen bekommen. Und ich glaube, da wird auch viel entwickelt, aber das kann die Schule alleine gar nicht leisten. Ist auch nie so gewesen, glaube ich, ist auch nicht darauf angelegt. Aber die Basiskompetenzen, das ist das, glaube ich, wo wir noch mehr für tun müssen. Und dann ist es an den Hochschulen und den Unternehmen, den Rest zu tun. Okay. Nicht selten wird ja gefordert, ich weiß, Herr Hohlmann, bei Ihnen verfinstern sich schon die Gesichtszüge, wenn ich neues Schulfach sage, aber ein Schulfach Coden, Programmieren einzuführen. Wie sehen Sie das? Wäre das nicht eine gute Idee? In anderen Ländern gibt es das ja durchaus. Nun ja, die Diskussion, muss man ehrlich zugeben, leidet natürlich darunter, dass für sehr spezifische Fähigkeiten und Funktionen immer gleich ein Fach gefordert wird. Das Fach Glück ist so ein Beispiel dafür oder Fach Wohlbefinden und so weiter. Man kann es tatsächlich zum Exzess treiben, indem eine heute wichtige Fähigkeit, eine heute wichtige Kompetenz herausgelöst wird und gesagt wird, die muss in der Schule vermittelt werden, in einem Fach. Da muss drüber geredet werden, das habe ich ja vorhin auch gesagt. Ich glaube, von den ganz großen Fächern her kann man einige benennen, die das Zeug zum Fach haben. Dazwischen und zwischen den Fächern und querliegend zu den Fächern gibt es bestimmte Fähigkeiten und Funktionen. Klar ist dann eine ganz sachliche Diskussion notwendig. Aber für jede einzelne solche Aktivität ein einzelnes Fach zu fordern, macht die Diskussion kaputt und lenkt davon ab, dass der Lehrplan, das war ja meine These vorhin, dass der Lehrplan in Wirklichkeit veraltet ist. Ne? Insofern müssen wir die Diskussion sortieren und die richtigen Akzente da endlich reinkriegen. Sie würden dazu, darf ich da was zu sagen? Natürlich, weil, ja. Ich hätte jetzt auch Herrn Bachem noch mal angesprochen, aber gerne. Ja, weil ich glaube ehrlicherweise, dass sozusagen Coden ist was, das sollten die Leute lernen, die Kinder lernen. Aus meiner Sicht ist das was, was am Ende dazu führen wird, dass jeder in seinem bestimmten Fachgebiet, also das ist aus meiner Sicht so eine querliegende Kompetenz, versteht, was die Digitalisierung kann. Und das ist aus meiner Sicht das große Problem, was wir auch sehen in den Unternehmen, dass viele in ihren Fachgebieten exzellent sind, aber sie verstehen nicht, was Digitalisierung leisten kann. Ja, obwohl sie toll sind im Fachgebiet, aber sie kriegen die Verbindung zwischen Fachgebiet und Möglichkeiten der Digitalisierung nicht hin. Und deswegen glaube ich schon, dass so eine querliegende Kompetenz existenziell wichtig ist, sowohl an den Schulen als auch an den Hochschulen. Und zwar
fachgebietsübergreifend. Auch ein Jurist zum Beispiel sollte verstehen, was Digitalisierung leisten kann. Auch ein Arzt sollte das verstehen. Jetzt haben Sie bei beiden Punkten genickt, Herr Bache, die sich ja durchaus ein bisschen widersprochen haben. Sie haben selbst als Jugendlicher programmiert für die örtliche Apotheke und sowas. Hätte Ihnen das geholfen, wenn Sie noch so ein Schulfach gehabt hätten? Wir hatten ja Informatik in der Schule tatsächlich. Aber Sie haben ja schon gesagt, dass es nicht unbedingt das Gleiche ist. Ja, und ich habe den Unterricht in der 11 und 12 geleitet. Der Lehrer hat das übertragen, weil es halt, er war selber nur Mathelehrer, er ist ja auch häufig so und war eigentlich gar nicht vom Fach. Nee, aber doch, also ich stimme Ihnen absolut zu, dass jeder Schüler in meinen Augen damit in Berührung gekommen sein sollte. Ja, heißt das, dass das jetzt ein Fach sein muss, was über mehrere Jahre sich die ganze Zeit immer nur mit Coding beschäftigt und alle Schüler da durchschleift? Das glaube ich wiederum nicht. Und das sage ich selber als Softwareentwickler, weil es halt am Schluss schon eine Spezialisierung ist. Es ist wichtig zu verstehen, was dahinter steht und sicherlich auch mal die Möglichkeit gegeben zu bekommen, vielleicht ein Interesse daran zu entwickeln, das zu vertiefen zu wollen. Aber es muss eben nicht jeder jetzt super viel programmieren. Viel wichtiger ist auch mir tatsächlich dieses Thema, ich sag mal, Digitalkunde, Medienkunde. Denn was finde ich ganz oft nicht verstanden wird, und das fällt auch heute oft unter diesem Begriff Coding, ist ja auch extrem gehypt, extrem in, ne? Also alle reden ja nur noch von Coding, auch wenn es gar nicht so manchmal so richtig Coding gemeint ist, kann ich zumindest aus meiner Sicht sagen. Ich glaube, was dahinter steht, ist wirklich dieses Verständnis, wie nutze ich den Computer als Werkzeug und nicht nur als Konsument. Und das kann man auf so vielen Ebenen lernen, da können wir Schülern auf so vielen Ebenen was beibringen. Das geht halt weit übers Coding hinaus. Es ist ja immer schön, wenn alle über Jugendliche reden, aber keiner mit ihnen. Deswegen wollen wir das jetzt mal ändern. Ich würde mich mal kurz auf den Weg machen, Sie verlassen und ein funktionierendes Mikrofon mitnehmen im besten Fall. Und zwar haben wir einen jungen Mann zu Gast, der diese Themen ein bisschen zusammenführt. Digitalisierung, aber auch, wie man das Zusammenleben und das Lernen in der Schule ein bisschen angenehmer für alle gestalten kann. Jan Wilhelm ist bei uns. Du darfst gerne aufstehen und einen warmen Applaus über dich. Komm gerne zu mir nach vorne, vielleicht, damit dich wirklich auch alle sehen können. Du bist vom Canisius-Kolleg hier in Berlin, eine Schule, die jetzt eine App hat, mit der sich Mobbing-Opfer Luft machen können, sozusagen. Und zwar anonym bei ihren Lehrern. Warum eigentlich anonym? Die müssen sich doch nicht schämen dafür, dass sie so behandelt werden, so gehänselt werden. Genau, kurz zum Hintergrund hier, wahrscheinlich für den Großteil des Publikums. Ich habe zusammen mit zwei Freunden jetzt innerhalb des letzten Jahres eine Anti-Mobbing-App für Schulen entwickelt. Ich als der technische Gründer damit. Wir setzen auf Anonymität für Mobbingbekämpfung dadurch, dass wir uns die bisherigen Mobbing-Ansätze oder Anti-Mobbing-Ansätze angeschaut haben und da identifiziert haben, dass manche Ansätze wie der direkte Lehrerkontakt oder der Kummerkasten, den es in manchen Schulen gibt, zwar sehr effizient sind, also da kann einem sehr gut geholfen werden, die haben allerdings eine extrem hohe Hemmschwelle. Da geht praktisch niemand hin, da traut man sich nicht, als Schüler hinzugehen. Auf der anderen Seite gibt es dann anonyme Aktionen, anonyme Angebote, wie beispielsweise die Nummer gegen Kummer oder Internetforen. Die sind zwar sehr, sehr niedrigschwellig, da trauen sich Leute zwar, was zu schreiben in einem Forum, da kriegen sie allerdings praktisch keine Hilfe. Wir mit Exclamo, so heißt die App, die können Sie auch schon im Internet finden. Exclamo, Aufschrei, lateinisch, ja. Exclamo, ich schicke Ihnen gleich einen Link. Genau, gerne. können Sie sich gerne weiter anschauen im Internet. Wir kombinieren diese beiden Ansätze, die hohe Effektivität des direkten Lehrerkontaktes mit gleichzeitig der niedrigen Hemmschwelle von der Anonymität und glauben, dass wir dadurch Mobbing effektiv bekämpfen können. Sind gerade mit verschiedenen Bundesländern für eine flächendeckende Einführung im Gespräch und starten schon an zwei Schulen eine Pilotphase. Ja, wunderbar. Ihr braucht aber noch Unterstützer, habe ich gehört, ne? Wir brauchen Unterstützung beispielsweise im Entwicklungsbereich. Wir brauchen Schulen, die Exclamo testen wollen. Wir brauchen Geld. Da wird immer auf Herr von Rohr gezeigt. Das ist irgendwie sein Schicksal. Nein, ja. Das heißt, wir wollen jetzt bis zum kommenden Schuljahr skalieren und wollen das dann möglichst flächendeckend deutschlandweit einführen. Tatsächlich ist ja für viele Lehrer, glaube ich, das immer noch so ein unbekanntes Land, dass Mobbing nicht mehr auf dem Schulhof unbedingt stattfindet, sondern im Netz über Apps wie Telonym, wo man sich wirklich dann auch anonym gegenseitig das Leben schwer machen kann. Hilft das den Lehrern, das besser zu verstehen über diese App?
Wir glauben ja, zu Teilen schon. Was wichtig ist, also die App alleine kann Lehrern natürlich kein Verständnis für das gesamte Internet und die Anonymität im Internet bieten. Wir glauben zwar, dass vielleicht der Kontakt mit den Schülern über die App das bieten kann, wenn Schüler von ihren Erlebnissen im Internet erzählen und die Lehrer das nachvollziehen können. Allerdings ist das meiner Meinung nach eine davon gesonderte Situation. Wir wollen erstmal das Problem bekämpfen, dass es Mobbing gibt auf diesen Plattformen. Ob die Lehrer dann die Plattform perfekt kennen müssen, ist erstmal, das wäre schön, auf jeden Fall, das unterstützen wir auch, aber das, glauben wir, ist erstmal eine größere Sache, die wir damit gar nicht erst direkt erreichen können und wollen, sondern wir wollen erstmal den Mobbing-Opfern direkt helfen. Dass sie sich Luft machen können, genau, auf diesem Weg. Genau, genau, auf diesem niedrigschwelligen Weg. Ich würde sagen, wenn du auf der Suche nach Unterstützern bist, bist du hier an der genau richtigen Adresse. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und vielleicht springt ja sogar noch ein Studienplatz für später bei raus, bei Herrn Bachem. Sehr schön. Er ist nicht abgeneigt. Vielen Dank, Jan Wilhelm, dass du uns was erzählt hast über Exclamo. Okay. So, ich will ein Thema unbedingt noch besprechen. Ich gebe Ihnen das Mikrofon mal wieder. Wir haben über andere Unterrichtsformen schon ein bisschen gesprochen, über Digitalisierung in der Schule. Teilhabe ist auch ein Thema, was schon so leicht angeklungen ist. Herr Bachem, Sie sind Leiter einer privaten Hochschule. Das klingt ja sehr danach, als wären da nicht unbedingt die Talentiertesten, sondern die, die die meiste Kohle von zu Hause mitbringen. Aber Sie lösen das irgendwie nochmal anders. Erzählen Sie mal. Ja, genau. Also ich habe eine private Hochschule gegründet, weil ich eine staatliche nicht gründen kann. Also das muss man ja auch mal vorwegschieben. Und das ist ja in der Tat in Deutschland auch sozusagen eine ganz klare Nische. Und private Hochschulen haben sehr, wie soll ich sagen, sehr breites Rufspektrum in Deutschland. Also wir haben sowohl sehr, sehr gute private Hochschulen, die in ihren Gebieten, zum Beispiel die Business Schools, bekannt dafür sind, eigentlich einen großen Teil sozusagen sehr erfolgreicher Manager und Gründerinnen und Gründer und so weiter zu stellen. Wir haben aber eben auch viele private Hochschulen, die eher diesen Ruf haben, man kauft sich den Abschluss. Wir haben als private Hochschule eben auch natürlich die Notwendigkeit, uns finanzieren zu müssen, denn private Hochschulen bekommen in Deutschland keine strukturelle Förderung durch den Staat. Das wissen auch viele nicht. Ich habe immer den Eindruck, viele denken, private Hochschulen kriegen sozusagen Geld vom Staat und nehmen dann nochmal Studiengebühren. Das stimmt aber üblicherweise nicht. Wir kriegen gar keine Unterstützung vom Staat. Das heißt, sie müssen es ja irgendwie finanzieren. Und dazu haben auch wir Studiengebühren. Aber was wir machen und was auch die, also knapp 60% unserer Studierenden in Anspruch nimmt, ist ein sogenannter umgekehrter Generationenvertrag oder einkommensabhängiges Späterzahlungsmodell, wo man bei uns kostenfrei studieren kann und dann für die ersten 10 Berufsjahre nach Abschluss des Studiums einen geringen prozentualen Anteil vom Gehalt zurückzahlt, aber eben auch nur dann, wenn ein Gehalt in ausreichender Höhe vorhanden ist. Das ist also eine sehr faire, nachgelagerte Studienfinanzierung, die es auch an anderen Hochschulen gibt, die wir aber, glaube ich, sehr konsequent umsetzen und die halt wirklich ermöglicht, dass bei uns tendenziell erstmal jeder studieren kann und auch kein Risiko nach hinten raus besteht. Mhm. Und das ist uns eben sehr wichtig, um dort nicht auszuwählen. Im Übrigen ist es bei uns auch so, dass wir fast 50% unserer Studierenden nicht deutsche Studierende sind, aus über 50 Ländern. Hier in Berlin ist das möglich. Und das bieten wir auch all diesen internationalen Studierenden an, aus aller Herren Ländern. Mhm. Vielen Dank. Herr Uhremann hatte sich schon so leicht zu Wort gemeldet. Einen kurzen Satz dazu. Ja. Wir haben private Schulen und wie Sie sagen, werden die finanziell, strukturell sehr gut unterstützt, sind im Grundgesetz abgesichert, müssen bestimmte Bedingungen erfüllen und so in den Ländern ist es ein bisschen unterschiedlich, ungefähr 85% des Geldes bekommen sie vom Staat und können dann ziemlich frei arbeiten. Das ist ein wunderbares Modell. Ich plädiere seit Jahren dafür, das für die Hochschulen auch zu machen. Dann machen wir das nicht. Das ist ein völliger Wildwuchs. Es gibt welche, die sind in Not geraten, werden dann vom Staat mitfinanziert. Es gibt welche, die müssen das selbst finanzieren, die Business Schools, die müssen dann aber 30.000 Euro nehmen. Es gibt welche, die, ich bin da an einer, die ist in der gemeinnützigen Hertie-Stiftung vor 12 Jahren gegründet worden. Da gibt die Stiftung 40% des Etats, deswegen sind die Gebühren dann nur 16.500. Aber so viel braucht man, um das zu finanzieren, auch mit solchen Mustern. Auch an also da müssen wir auch mal ran. Es gibt hier in Berlin gibt es zum Beispiel mehr private Hochschulen als öffentliche und die haben zusammen so ungefähr, ich glaube, 7 oder 8% der Studenten und da sieht man schon, boah, das kommt nicht in Gange und die Idee, dass eine private Hochschule wie eine private Schule den öffentlichen Schulen mal zeigt, wie man das macht und wie man moderne Strukturen, das kriegen wir auf diese Weise dann nicht hin. Das ist also ein gesetzliches Defizit eigentlich, was
Also wir erwarten ganz viel Innovation in der Bildung, aber letztendlich werden ja insbesondere die großen staatlichen Hochschulen auch Schulen wie Behörden geführt und von denen erwarten wir sonst eigentlich auch keine Innovation. Also sage ich das immer ein bisschen. Ja. Also, vielleicht muss man mal My Skills in die Behörden geben, und um herauszufinden, was die können. Dann und dann. Und wenn wir es halt politisch schaffen würden, eben sozusagen diesen elitären Ruf, dieses man kauft sich da etwas bei einem privaten Studium, wenn man dieses Stigma wegnehmen würde, und das gibt es ja durchaus, gibt es Konzepte eben, ne, Bildungsgutscheine und so weiter und so fort, dann hätte man plötzlich echte Innovation, dann hätte man wirklich einen Wettbewerb, dann gibt es halt gute Hochschulen, nicht so gute Hochschulen, und Hochschulen versuchen zu innovieren. Das passierte ja eigentlich nicht. Die staatlichen Hochschulen, die konkurrieren ja jetzt doch nur sehr bedingt miteinander. Und Sie haben ja tatsächlich auch an Ihrer Hochschule da einen ganz anderen Weg, auch einen anderen didaktischen Weg, ganz andere Lehrpläne. Man arbeitet projektbezogen, man arbeitet zusammen, man arbeitet sozusagen auf ein konkretes, marktreifes Ziel hin, sozusagen, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Ein bisschen ähnlich, wenn ich da mal den Bogen schlagen darf, zu Vincentino. Also ist ja auch so ein projektbasiertes, nein, stimmt nicht ganz, aber es ist schon projektbasiertes Arbeiten. Sie machen das zwar im Unterricht, aber ist das nicht auch, merken Sie, dass den Kindern das irgendwie wohltut, dass sie da aufblühen, wenn die eben nicht mehr dieses verschulte Frontale Das ist erleben? Toll, dass Herr Horelmann hat, ich hätte sowieso alles unterschreiben können, habe ich gesagt, wir gehen nach Hause, weil er hat im Prinzip alles gesagt. Das, was er sagt, dass die nämlich machen wollen, weil sie es gewohnt sind. Sie sind ja wirklich einfach an die digitale Welt herangeführt und machen. Und dann plötzlich im Unterricht sollen sie nur hören. Das ist natürlich Quatsch. Also wir machen natürlich genau das, dass wir sie mitnehmen, dass sie selber sich die Themen suchen, dass sie und man gibt ihnen Anleitung. Und das ist einfach das Erfolgreichste überhaupt. Sie sind motiviert, sie sind dabei und dann kommen nämlich auch tolle Ergebnisse bei raus. Ja. Ja. Und vielleicht an Herrn von Rohr noch die Frage, wir haben eine Generation vor uns, Herr Horelmann hat es schon ein bisschen angesprochen, die es schätzt, flexibel und frei zu sein. Nicht? Ja, es gibt eben auch den Teil, der Angst davor hat. Das ist einfach, muss man immer mitdenken. Genau, aber die, oder ich möchte Ihnen da nicht irgendwas in den Mund legen, Herr Horelmann, aber es ist doch so, tatsächlich, die schätzen das. Wir haben eine 80-zu-20 Gesellschaft, die 4/5 Gesellschaft ist das. Eine 4/5-Gesellschaft. Okay. Wir gucken auf die 80%, die kommen zurecht. Mhm. Und wir vergessen die 20%, die im Dunkeln. Ja, die im Dunkeln liegen. Und wir vergessen auch immer wieder, es wurde hier auch schon zur Sprache gebracht, dass der Bildungsgrad immer noch von der Herkunft abhängt bei uns in besonderem Maße. Sie haben auch ein paar Ideen, um das zu ändern. Eine davon ist die Kindergrundsicherung, zumindest verstehe ich die so. Können Sie es mal erklären? Ja, wir haben ja heute ein wunderbares Transfersystem. Wir verteilen pro Jahr, je nach Rechnung, 180 bis 200 Milliarden Euro um. Herrn Heils Etat ist ja deswegen auch so groß, weil diese Posten alle da drin sind. Und dann stellen wir immer enttäuscht fest, dass das Geld zum Beispiel noch nicht mal dafür sorgt, dass der Anteil von Kinderarmut, den wir haben, kleiner ist als in anderen Ländern. Das ist jetzt eine lange Geschichte. Alleine nur die finanzielle Unterstützung von Familien ist bei uns sehr tückisch, weil eine Erhöhung des Kindergeldes, die große Resonanz findet, gerade bei den Familien nicht ankommt, die schon Hartz IV bekommen, die gehen leer aus. Also erreiche ich sie damit und so weiter. Also wir haben unheimlich Schwierigkeiten mit dem Fördersystem. Und Geld alleine bringt es nicht, sondern was wir lernen können von anderen Ländern ist, Unterstützung von Familien gut, bei uns in Deutschland, mit Vorsicht zu genießen, weil die Familien diese mächtige Stellung haben, müssen also aufpassen. Da parallel dazu Unterstützung von Institutionen, die der Familie assistieren, also Kindergärten, Ganztagsschulen, echte Ganztagsschulen und dergleichen mehr und so weiter. So kann man also mehrere Punkte zusammenfassen, die wir brauchen. Das ist eine knifflige sozialpolitische Frage, die am Ende dazu führt, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, dass der Anteil von Benachteiligten sinkt. Aber sind wir weit im Feld und haben traditionelle Sozialförderstrukturen, die bisher nicht diese Effizienz gehabt haben. Auf die Formel gebracht nochmal, wir sind ein Sozialstaat, der verteilt soziale Mittel, überwiegend an Familien, weil das unsere Tradition ist. Wir sind kein Bildungsstaat, der die Bildungsinstitutionen stärkt. Da sitzt es bei uns fest.
Vielleicht noch mal eine kurze Abschlussrunde, da ich jetzt auch schon eine gewisse Unruhe hier bemerke, also wahrscheinlich so alle ein bisschen zum Buffet drängen. Vielleicht noch eine kurze Einschätzungsrunde, bei der Sie sich hoffentlich nicht wegducken, Frau Maischberger, aber Sie haben ja auch viel Kontakt zu Politikern und können das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Werden wir in Zukunft weniger arbeiten in den digitalisierten Zeiten oder werden wir wirklich weniger Arbeit haben? Also wird sich das tatsächlich bewahrheiten, was viele befürchten, dass es tatsächlich weniger Jobs gibt? Ich würde jetzt jemanden, das hat Helmut Schmidt hat immer gesagt, wenn ich eine Antwort nicht weiß, dann frage ich jemanden, der sie hat. Darauf würde ich mich jetzt auch zurückziehen. Ich weiß, ich kann es, das ist ein bisschen so wie die Chancen sehen so 50-50 aus. Ich glaube, es gibt sicherlich die Chance, dass es manche gibt, die weniger arbeiten werden und manche vielleicht dann sehr viel mehr arbeiten werden, wenn sie alle Möglichkeiten nutzen und ausschöpfen. Am Ende hoffe ich, dass es einen Ausgleich gibt, aber es ist auch nur ein educated guess. 50-50 ist immerhin schon mal besser als 80-20, ne? Genau. Ich bin da total optimistisch. Also ich glaube nicht, dass das verändert sich natürlich und Berufe gehen und kommen, aber ich glaube nicht, dass wir in Summe weniger zu tun haben werden. Sehe ich genauso. Ich glaube, wir werden anders arbeiten. Und darauf müssen wir uns einstellen und sozusagen darauf müssen wir über Bildung einwirken und über Bildung im klassischen Bildungssystem, aber eben auch im Unternehmenssystem, wo ja auch in gewisser Weise Bildung stattfindet. Das ist auch meine Einschätzung. Durch digitale Prozesse werden sich derartig viele neue Arbeitsmöglichkeiten ergeben, dass die Arbeit mehr wird. Also sowas, wie ihr da als Schüler macht, das wäre in anderen Zeiten so nicht möglich gewesen. Und man sieht daran, welche neuen Felder sich erschließen. Ne? Die Arbeit verflüssigt sich, sie verschiebt sich, sie geht in andere Bereiche. Das, was früher Freizeit war, ist plötzlich Arbeit und umgekehrt. Da sind hybride Strukturen und Überschneidungen. In die Richtung wird das gehen. Deswegen ist das auch so schwer zu fassen, aber deswegen ist es auch so spannend. Ja, und einmütiger Optimismus, das ist auch mal ein schöner Schlussakkord. Vielen Dank an diese Runde und für Ihr Engagement, was wir hier ein bisschen kennenlernen durften. Ja, ein Applaus wäre jetzt nicht schlecht, muss ich sagen.